Hallo und willkommen zurück, ihr Lieben, hier zu Tomb Raider 1 Remastered. Wir sind in der Stadt bzw. im Level der Obelisk von Camun. Ich will gerade nur mal speichern. Ich hatte ja versprochen, dass wir uns hier oben wiedersehen. Und ja, schauen, wie es da oben denn weitergeht. Wir waren ja in der letzten Folge dort auf diesem kleinen Turm, haben dort das erste und im Anschluss daran direkt das zweite Geheimnis geholt. Und damit eben diese beiden Wege hier, beziehungsweise, ja gut, hier ist noch zu. Da bin ich mal gespannt, wie wir die Tür aufbekommen. Und wann vor allen Dingen. Aber auf jeden Fall haben wir hier gleich noch einen Weg. Ich möchte nur eine Sache nochmal überprüfen, ob ich nicht irgendwie hier unten irgendwas übersehen habe. Ein Hebel oder sowas. Ah. Munition. Naja, das ist ja mindestens genauso gut. Ich glaube, die hatte ich aber ursprünglich schon mal aufgehoben, ne? Und habe sie jetzt wahrscheinlich nur, weil ich irgendwie zwischenzeitlich nochmal geladen habe, dann nicht mehr aufgenommen. Ansonsten ist hier aber nichts. Das heißt, wir gehen wieder nach oben. Was haben wir hiermit eigentlich nochmal geöffnet? Ah, irgendwo was, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in den Raum hier unten rein. Bin gerade nicht sicher, ist das der, den ich. Ja, ich glaube, das ist der, den ich vermute. Und zwar der, wo sich später. Huch! Wo sich später die Teile, also die Treppe in Quader, also in Blöcke umwandelt. War hier nicht ein Tier oder sowas? Ein Hebel ist da auf jeden Fall. Aber war nicht, wenn man hier hinten reingegangen ist? Doch, da ist doch was. Ich habe doch irgendwas gesehen. Ich doch richtig vermutet. Ich wusste doch, da ist noch irgendwas. So ein paar Sachen behält man dann ja doch, ne? Okay, Munition. Im Prinzip die Munition, die wir jetzt an den verschwendet haben, also, ne, die wir jetzt gebraucht haben, um ihn zu töten, haben wir jetzt wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich haben wir noch ein bisschen mehr wiederbekommen. War hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Ich glaube hier in den. Ich gehe trotzdem überall mal rein, weil manchmal haben wir ja Stellen, die wir betreten müssen, um eben irgendeine andere Plattform oder eine Tür oder so zu bewegen. Aber das ist jetzt hier wohl nicht der Fall. Okay, wir haben hier den. Ach, hä? Jetzt auf einmal hat sich das umgewandelt. Wir haben noch nicht mal den Hebel gezogen, ne? Ich will trotzdem mal eben. Huch. Bevor wir den Hebel drücken, mal eben hier auf diese Plattform. Was ist da noch? Ach so, okay, genau. Und hier geht es dann auch noch hoch, stimmt. Ich will aber trotzdem mal eben. Ich speichere mal. Auf dem neuen Spielstand. Oder neuen Speicherstand. Uns fehlt ja noch ein Geheimnis, ne? Ich habe halt. Oder. Ja, ich habe keine Idee, wo das sein könnte. Ich weiß es gerade nicht. Ich hoffe aber, dass wir das noch finden werden. Ich will nur mal eben gucken, ob jetzt vielleicht die Tür da geöffnet ist. Nee, leider nicht. Okay. Dann gehen wir mal wieder runter. Autsch. Ja, ich werde gleich ein Medipack nehmen. Ich habe ja jetzt auch schon da oben eine blinkende Anzeige.
Und ich denke mal, wir werden hier noch ein bisschen was zu tun haben. Ich weiß nicht, was ich hier treibe. Das ist alles völliger Quatsch, wie ich hier mich fortbewege. Na gut, dann wollen wir mal den Hebel ziehen. Ich denke, damit wird dann auch das andere Teil zu Blöcken gemacht, dass wir dann da. Und ich habe irgendwie im Gefühl, dass da oben auch irgendwo das letzte Geheimnis war. Aber ich weiß es nicht so richtig. Also es ist nur so ein ganz vages Gefühl. Hä? Okay, es hat doch nicht den Effekt gehabt, den ich vermutet habe. Dahinter ist ja auch noch irgendwie was, ne? Da oben klettert man doch irgendwie dann lang. Das heißt, dann hat sich irgendwo anders was getan, aber wo? Hm. Hier waren wir doch überall schon, ne? Genau, den Hebel haben wir auch runtergemacht. Hier war ja die Geschichte, wo ich einmal runtergestürzt bin. Oder hat jetzt da oben sich die Tür geöffnet, die ich eben, wo ich eben hingegangen bin? Da hätte man aber wenigstens mal eine Animation machen können, dass man das auch sieht. Aber wir sollen ja auch nicht zu sehr verwöhnt werden hier, scheint es mir. Ja, bin ich jetzt hier einmal umsonst nach oben gegangen, eben bevor wir den Hebel gedrückt hatten, wahrscheinlich. Aber. Nee, die Tür ist auch zu. Hä? Hm. Oder sollte die. Sollte die Umwandlung von der Rampe in die Blöcke eigentlich, also diese hier von diesen Blöcken hier, sollte die normalerweise erst passieren, huch, wenn wir den Hebel gedrückt haben und das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert, beziehungsweise wir haben das versehentlich schon vorher ausgelöst, weil das Spiel irgendwie fälschlicherweise davon ausgegangen ist, dass wir sofort den Hebel drücken. Ich kann ja noch mal drücken, ob da vielleicht ist ja irgendwie hat sich da jetzt auch irgendwas einfach nur aufgehängt. Ich muss mal kurz eben meinen Schreibtisch runterfahren. Ich bin jetzt gerade irgendwie doch ein bisschen. So, ich hoffe, dass das jetzt noch vom Mikro her alles passt. Moment. So, ich hoffe, dass ich jetzt noch gut zu verstehen bin. Ich habe mich jetzt doch mal hingesetzt. Ich habe jetzt die letzten Male immer im Stehen gespielt. Das hat sich jetzt effektiv hier nichts geändert, oder? Oder ist das jetzt irgendwie eckig geworden? Nee, es ist immer noch glatt. Probier's jetzt nochmal. Was machst du denn, Lara? Du sollst den Hebel drücken. So, jetzt nochmal. Nee, es ist alles beim Alten. Das ist seltsam. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Ein Hebel oder irgendetwas? Hier ist nichts. Hier ist zu. Da drüben komme ich auch nirgends hin. Hm.
Ja, gute Frage. Wo könnten wir denn jetzt noch hin? Gut, wir können da noch hin. Das wäre vielleicht nochmal eine Idee. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal gewesen sind. Ich glaube noch nicht, oder? Hier? Nee, hier waren wir noch nicht. Oh je, ich weiß, wo wir sind. Was tue ich denn? Ah ja. Mal gucken, ob die Kollegen da noch kommen. Man hört sie zumindest. Das war nicht beabsichtigt, aber. Ja, habe ich jetzt den Hebel gedrückt? Das muss ich jetzt nochmal eben nachgucken. Warte mal, kann ich das irgendwie sehen, wenn ich hier dranhänge? Ah, warte mal. Nee, der ist noch nicht gedrückt. Warte mal, kann ich mich hier so runterlassen? Ja, es geht. Ich drücke den mal. Ich habe keine Ahnung, ob der jetzt. Wahrscheinlich ist der in Kombination mit einem anderen. Sorgt der. Ich weiß nicht, warum sie immer hier hochspringt. Sorgt der wahrscheinlich dafür, dass die Blöcke dann dass sich dann immer diese Blöcke hier bilden. Deswegen das Geräusch schon, obwohl ja eigentlich noch nichts wirklich passiert ist. Aber. Ach, warte mal, war nicht in dem Raum, wo wir jetzt hinkommen, war da nicht das Geheimnis? Irgendwie weiter oben? Ich habe so ganz dunkle Erinnerung, dass da oben irgendwo noch ein Geheimnis war. Jetzt gerade, wo wir hier sind. Ich hatte das, wie gesagt, jetzt den Raum überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Aber jetzt, wo wir halt sind, da sind, ne? Also immer, wenn man irgendwie an entsprechenden Stellen ist, zumindest geht es mir so, dann fallen mir teilweise Sachen ein, die ich vorher dann irgendwie entsprechend nicht mehr auf dem Schirm hatte. Wir gucken mal. Ich bin mal gespannt, wie es beim dritten Teil wird. Beim dritten Teil war es ja eh so, dass man quasi ein Geheimnis mehr finden konnte, als offiziell, ich sag mal, vorgesehen waren. Wir hatten ja, glaube ich, auch am Ende ein Geheimnis mehr, als es gab. Und ich bin mal sehr gespannt. Minuten 1. Okay, dann ist das hier tatsächlich das letzte Geheimnis gewesen. Cool. Sehr schön. Das freut mich doch. Ich bin halt, wie gesagt, gespannt, ob mir im dritten Teil das gelingt, da noch alle Geheimnisse zu finden. Ich speichere nochmal eben. So ohne nachzugucken. Vor allen Dingen würde mich interessieren, es gab ja im alten dritten Teil, also im normalen dritten Teil, sage ich jetzt mal, im nicht remastered, war ja die Belohnung, dass man ein Bonuslevel freigeschaltet hat. Ich frage mich halt jetzt, ob dieses Bonuslevel hier beim Remastered, so wie ja die Zusatzteile automatisch mit drinne sind. Oder ob man die da doch noch, also ob man das im dritten Teil dann doch noch freischalten muss oder freispielen muss. Das würde mich schon mal interessieren. Aber ich meine, ich werde es ja, na gut, ich werde es nicht sehen, ne? Weil so hier hätte ich auch einfach nur durchlaufen können. Na gut. Vielleicht kann mir das einer von euch sagen, weil er es vielleicht schon gemacht hat. Okay, ich gehe mal nach unten weiter. Komme ich hier noch irgendwo hin? Ah ja, alles klar. Da hinten geht es dann hin, da rechts. Und hier. Das wird nachher unser Rückweg. Alles klar. Ich glaube, waffentechnisch, bis auf die Uzis, sind wir dann aber auch schon komplett ausgestattet, ne? Also das war's dann auch mit allem, was es gibt an Waffen. Soweit ich weiß. Okay, schade, hier ist kein Hebel oder so. Ich hatte jetzt irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass hier vielleicht ein Hebel ist. Dann hätten wir nämlich, anstatt da unten gegen die Typen dazu kämpfen, einfach versuchen können, ob wir da mit schnellen Bewegungen
und Fluchtinstinkt da vielleicht einfach ein bisschen besser hinkommen oder wegkommen in dem Fall. Weil hinkommen tun wir ja jetzt problemlos, aber wegkommen wird nachher halt die Kunst. Aber ich befürchte, wir können uns dem Kampf nicht verwehren, weil irgendwas muss ja hier sein. Also ich gehe mal davon aus, dass da unten irgendwo ein Hebel drin ist, in dem Dings. Wir haben 40 kleine. Ich glaube, ich nehme mal zwei kleine. Oder ich nehme erstmal eins. Ich bleibe bei meinem Geiz, bei meiner geizigen Haltung. So, plötzlich erscheint da einer, ne? Oh, die sind so gefährlich. Oh. Ich wollte eigentlich eine Sache versuchen, und zwar da ganz schnell da hinten drauf. Ich probiere das mal, indem ich jetzt hier springe. Nein, hoch. So. Okay, die spucken zumindest keine Feuerbälle. Was schon mal gut ist. Aber was haben wir jetzt hier vorne? Ist hier irgendwie ein Hebel? Nee, ne? Nee. Habe ich irgendwo was übersehen da oben? Habe ich da irgendwas vergessen? Oder kommen wir noch irgendwo hin, wo irgendwie ein Hebel? Ich meine, wir werden hier irgendwas. Ich kann mich halt nicht mehr erinnern. Aber hier muss doch irgendwas gewesen sein, oder? Ich meine, die haben wir jetzt relativ. Ach, da unten. Ach, Mist. Oh, shit, ich habe einen Fehler gemacht, glaube ich. Ich hätte. Ah, ich hätte. Hätte. Warte mal, können wir da noch irgendwie anders hin? Obwohl, können wir von hier aus da irgendwie so um die Ecke? Das könnte klappen, ne? Oh Mann, das probieren wir mal eben. Wir müssen da wahrscheinlich hin. Ah, das war jetzt blöd. Ich hab natürlich einen Fehler gemacht. Ich habe nicht gesehen, dass wir da unten noch hin müssen. Aber ich denke mal, da ist unser Place to be. Aber vielleicht können wir hinspringen. Ja, das geht doch. Das geht doch wunderbar. Und hier ist auch der Hebel. Okay. Wir haben Zugang zu einer weiteren Dings. Aber zum Bums oder das Bums hat sich immer noch nicht gedingsbumst. Komischerweise. Naja. Es ist auch nur die Frage, von welcher Plattform wir oder wo der Zugang zu dieser Plattform ist. Ich meine, wir haben dann schon mal drei, ich glaube drei Teile, ne? Ankreuz. Auge des Horus und dann jetzt noch diese Platte des Papas oder so. Keine Ahnung. Papas Platte. Um mal einen schlechten Wortwitz. Das sieht auch aus wie so ein Emoji, wie so ein etwas verrückter Emoji hier. Da, wo Laros Kopf jetzt ist. Okay. Ach, das ist ja einfach. Ja, das ist so ein hier Skarabäus oder so, ne? Ja, Skarabäus, genau. Gut, das hätten wir auch, aber wir haben immer noch das eine Problem. Wir haben immer noch keinen Zugang. Oder hat sich das jetzt irgendwie gewandelt mit der Treppe? Ist sie jetzt auf mysteriöse Art und Weise? Nee. Ich meine, wir haben ja so keine.
Okay. Was hat der? Was hat der Hebel gemacht, als wir den ganz ursprünglich gezogen haben? Kann sich da noch jemand dran erinnern? Ich nämlich nicht. Und ich frage mich, ob der damals auch schon so ein Geräusch gemacht hat und ich mich damals gefragt habe, je nachdem in welcher Folge, ich weiß es gerade schon gar nicht mehr, in welcher Folge ich den überhaupt mal gezogen habe. Ob ich mich da auch gefragt habe, was das vielleicht für ein Geräusch gewesen ist, was das jetzt gebracht hat. Ich bin dezent überfragt. Das war jetzt eigentlich so eine, ja, ich will nicht sagen so eine Verzweiflungstat, aber der Hebel war da gerade und ich hatte auch ehrlich gesagt nicht mehr auf dem Schirm, was der gemacht hat. Deswegen dachte ich, ich ziehe den einfach mal, weil meistens wird ja angezeigt, was da passiert. Aber gut, okay. Wir hinterfragen das einfach mal gar nicht weiter. Also die hat sich wieder in eine Rutschpartie verwandelt. Und wir müssen jetzt. Da oben geht's noch hin, ne? Genau. Ich speichere hier vielleicht lieber nochmal. Damit wir das Klettern nicht mehr. Damit wir nicht mehr rumklettern müssen. Ich hatte jetzt ein bisschen damit gerechnet, dass hier ein größerer Raum ist, wo vielleicht auch ein Gegner oder so wartet, aber. Also wie viele Fundstücke haben wir eigentlich? 25 von 38. Eieiei. Das sind aber ganz schön wenige bisher. Und ich habe keine Ahnung, ob das. Ob das jetzt noch so viel ist. Ich meine, wir sind, glaube ich, kurz davor, den letzten. Ich höre doch schon wieder was. Ach, das haben wir, glaube ich, damals auch schon so gemacht. Ich erinnere mich dunkel. Ja. Ein Traum. Wir haben den Gegner zwar nicht gehört, aber wir haben ihn gesehen und wir wissen ja eigentlich so ziemlich genau, was das für ein Kollege ist. Und ich glaube, jetzt erinnere ich mich auch, dass hier diese Tür ist, vor der wir jetzt die ganze Zeit auch standen. Okay, hier ist nichts. Kann man den ziehen? Nee, ne? Das ist einfach nur. Ach, da ist ein. Nee, ich kann da einfach nur drauf. Okay. Hinter versteckt sich noch ein bisschen Medipack. Okay, das sind einfach nur Dekoobjekte. Gut, wir haben zwei Hebel. Ich würde sagen, dass wir auch beide natürlich ziehen. Wahrscheinlich einer öffnet den. Ach, Lara, Mensch. Einer öffnet den Weg zum, genau, zum letzten Teil. Also lässt den Weg dahin runterstürzen und einer öffnet diese Tür hier. Und ich überlege gerade, hier haben wir jetzt keine in dem Sinne sinnvolle Möglichkeit, hier wegzukommen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach den Weg hier über den Turm. Von da oben aus, von dem Turm aus. Können wir uns ja zu allen Seiten hinfallen lassen. Ich bin mal gespannt, ob sie das überlebt. Wir probieren es einfach mal aus. Im Zweifel wissen wir es dann halt beim nächsten Mal besser. So, Geheimnis haben wir ja schon. Ich glaube, hier zu der Seite war der. Oh, das könnte ein bisschen. Ah, okay. Es war doch ziemlich knapp. Es war ein bisschen sehr hoch, ne? Ich meine, die Beine sind jetzt gebrochen. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie lang das Level noch geht, beziehungsweise wie viele Gegner uns jetzt hier noch erwarten. Ob sich jetzt noch ein Medipack lohnt oder halt nicht. Naja, wir gucken einfach mal. Zweifel habe ich ja gespeichert.
Und ich bin vor allen Dingen gespannt, wo wir jetzt hier rauskommen. Also, wir werden ja irgendwie wieder in das vorige Level in Anführungsstrichen reingehen. Oder reinkommen. Oha, hier liegt noch richtig Zeugs. Okay, hier ist nichts. Natürlich ist es diesmal auf der Seite. Oh, da ist auch noch was. Gut, dass Lara so ein gutes Lungenvolumen hat. Oder so ein hohes Lungenvolumen hat. Schauen, ob wir rechtzeitig an die Wasseroberfläche kommen. Oha, oha, das war knapp. Shit. Ah, verdammt. Ich hätte ein kleines Medipack nehmen müssen. Na gut, ich probiere es nochmal. Diesmal machen wir das ein bisschen. Diesmal versuche ich ein bisschen schneller zu sein. Vor allen Dingen. Ich speichere jetzt mal hier. Also ich versuche es jetzt so einmal mit euch zusammen. Wenn ich jetzt wieder sterben sollte, dann mache ich das natürlich alles einmal quasi in Pause. Aber jetzt weiß ich ja, wo ich was finde. Ich habe natürlich jetzt gerade auch. Upsala, da fängt es schon an. Ich habe natürlich gerade auch einfach nur hier ziemlich viel rumgeguckt. Man muss einfach ein bisschen taktischer. Ist schon viel, viel besser. Jetzt sollte das hinhauen. Aber es wird auch wieder eine knappe Kiste. Aber ich glaube, hier hatten wir eben schon auf jeden Fall blinkende Luftanzeige. Boah, es wird aber auch wieder knapp. Aber wir haben es geschafft. Oh, ich höre schon. Okay, also jetzt spätestens jetzt. Oh, da unten liegt auch noch was. Moment, das. Bevor wir uns dem Kollegen da widmen, das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Weil das brauchen wir dann auch definitiv jetzt. Ich bin einfach nur froh, dass das kein feuerspuckender Typ ist, sondern dass der in Anführungsstrichen nur rumläuft. Ich speichere mal. Ich kann es mir jetzt nicht nehmen lassen, zumindest mal zu versuchen. Der ist ja nun auf der anderen Seite, ne? Kann er hier rüberspringen? Ich habe zwar nichts davon gesehen, was ich getan habe, aber ist ja nicht schlimm. Cool. Cool. Okay, ist hier noch eigentlich hier noch irgendwas rum? Nee, ne? Ich habe jetzt so auf die Schnelle nichts gesehen. Achso, warte, da oben. Da oben. Oha, ja, das nehmen wir noch mit. Also für die Magnum bekommen wir jetzt ganz schön ordentlich Munition hier. Finde ich ja gut. Puh, was haben wir eigentlich für die Schrotflinte aktuell? 10 Stück, das ist. Also ich verstehe nicht, warum die Schrotflinte immer in allen Tomb Raider-Teilen so dermaßen untermunitioniert ist. Dass wir da immer zu wenig haben. Also da kommt man nicht lange mit aus. Und es macht eigentlich total Spaß, mit der zu schießen und alles, ne? Aber. Irgendwie. Stirb. Oha, ja. Bleibt es bei einem? Ich hoffe doch. Ja, wir gehen auf jeden Fall hier weiter, allerdings erst in der nächsten Folge, denn ja, diese Folge ist leider schon wieder rum. Und ich will auch nicht, dass die Folgen zu lang werden. Das ist mir bei den letzten Mal ein paar Mal passiert. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Deswegen sage ich an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns hoffentlich hier beim nächsten Mal wieder bei Tomb Raider 1 Remastered. Vielen Dank bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Ciao!